Moin Sally, wie geht's? Alles fit. Und bei dir? Oh, sorry für die kleine Verspätung. Hast du verpennt oder was? Nein, war gerade bei, also Zeitung aus Teil. Echt? Ja. Jesus, das machst du doch vor der Fahrstunde? Ja. Krass. Ja, moin. Was geht ab? Was geht ab? Oha, Fame, 150 Zuschauer. Ja, ja. Schau mich mal kurz an. Wie geht's dir jetzt? Ich bin ein bisschen müde, aber ansonsten habe ich gerade meinen ekligen Shake getrunken. Der macht mich wach. Also ich bin jetzt... So. Ich stelle mal Spiegel ein. Ja, ja, das ist schon mal eine ganz gute Sache, ja. Mein Spiegel fällt immer ab! 115 ja. Zuschauer, Zeit den Wagen an die Wand zu setzen. Auch kein Scheiß. Also. So, wenn er jetzt nochmal abfällt, dann muss ich ihn anlecken, dann komme ich nicht drum rum. Soll ich beginnen? Ja, warte, wir machen uns kurz einen Mini-Plan. Mhm. Wir sind ja jetzt, glaube ich, schon wieder anderthalb Monate nicht gefahren, oder was? Ja. Ungefähr? Ja. Okay, also ich klapper jetzt mit dir alles einmal ab. Also ein bisschen so Stadt und ein bisschen einmal außerhalb geschlossener Ortschaft. Dann parken wir einmal eine Runde, sodass ich einschätzen kann, wo wir ungefähr stehen. Und am Ende deiner Stunde schnacken wir darüber, wann wir Prüfung machen können. Ja, okay, alles klar. Darf man schon Prüfungen machen? So. Ja, also wir bekommen schon langsam Prüfungsplätze. Ja, okay, perfekt. Okay, BE schon, bis dahin, Chris, mach's gut. ja, also wenn ich ein bisschen bagger beim TÜV, dann kriege ich da schon ein, zwei Plätze. Alles gut, ja, also. Okay, dann Kupplung durch, Maschine an. Ja. So. Ich hätte jetzt fast gesagt, einmal tief durchatmen, aber das geht ja der Maske nicht so gut. Okay, ja, ich weiß warte, nicht. Warte. Ja, ja, klar, warte ich. Wo soll ich denn hin? Nee, das war anderes Auto. Oh, ey, guck mal. Ja, schön, langsam, Sally, lass die Zeit. Korrekt. So. Ja, Leute, nicht wundern, ich bin lange nicht mehr gefahren. Alles gut, alles gut. Ich hol da mir ein paar Ohren raus, dann haben wir alles. Ja, ja, easy. Und. Ich bin nochmal rüber, wenn keiner kommt. Perfekt. Guck mal, wenn so viele Leute zugucken, ist wie als würde Prüfer zugucken. Es ist immer ein bisschen Druck dabei. Ja. So. Korrekt. Ja. Guck mal, wenn die hier so scheiße parken, ne? Und du immer so ein bisschen links rausscheren musst, ja. Kannst du immer links noch einmal so in die Spiegel gucken. Mhm. Einfach so, dass du es ein bisschen abgesichert hast, weißt du? So, da fragt einer seit wann dürfen wir wieder fahren? Ja, das ist eine gute Frage. Also für Leute, die schon ein paar Fahrstunden haben, die dürfen fahren, ne? Ja, ein paar auf jeden Fall. Genau, 15? Aber die noch keine Fahrstunde gemacht haben, die dürfen nicht fahren. Mhm. Die können leider nur zugucken. Ich habe schon heute Morgen gesagt, ich finde, das ist eigentlich eine völlig schwachsinnige Regelung, weil als ob die Leute, die also 15 Fahrstunden haben, als ob die weniger ansteckend sind, als die, die keine Fahrstunden haben, aber keine Ahnung. Ja, mich hat das übelst genervt, dass dieser Lockdown genau dann begonnen hat. Als wir die Prüfung machen wollen, ja, ne? Ja. Ja, richtig übel, ey. Das war richtig übel. Höre sogar. Ja. Aber egal. Habe ich auch nicht gerechnet. So, hinter dir ist auch ganz gut. Mhm. Mein Spiegel hält auch noch. So, wir fahren gleich rechts weiter. Mhm. Wollte erst einen Lockdown eigentlich auch Theorieprüfung machen. Ja. Mhm. Aber siehst du ja, die haben ja alles abgeschlossen hier. Ja. Irgendwann, wir haben die Fahrschule renoviert, ne? Mhm. Steht so eine Frau mit ihrem Sohn vor der Fahrschule. Die so, wann ist denn jetzt hier die Prüfung? Ich guck sie an, ich sage, Alter, ist Lockdown, was ist die Prüfung? Die so, nein, meine Fahrschule hat gesagt, ist auf jeden Fall Prüfung. Ja. Ich habe ihr nochmal vorsichtig versucht zu erklären, dass ich glaube, dass niemand kommt. Oh, was ist los? Sorry. Alles gut. Aber hat sie noch eine Viertelstunde gewartet, dann ist sie wütend nach Hause gefahren. Ich glaube, da hat ihr Fahrlehrer irgendwas verwechselt oder so. Sie lebt unterm Stein. Ja. Locker geradeaus weiter. An der Ampel gleich, fahren wir links. Ja, okay. Gerade erstmal eine Fahrt. Das ist meine erste FFP2-Maske, die ich aufhab. Boah, die filtert auch alles, was man einatmet. So, die Gerüche sind absolut unterschiedlich. Ja gut, bis jetzt hier drin kann ich nicht so. Warum? Hä? Was ist los? Na, also alles gut, du kannst locker weiterfahren. Ich meine wegen Gerüchen. Ach so. Also bis jetzt kann ich hier drin keine speziellen Gerüche feststellen. Ja, hier drin nicht, aber zum Beispiel, wenn man draußen geht, ja, und normalerweise dieser Geruch von Benzin wahrnimmt. Ja. Durch diese Maske nimmt man dann nur einzelne Stoffe wahr und dann ändert sich auch der Geruch. Ist so? Ja. Krass, mir nie aufgefallen. Also, ist ja auch die erste Maske nicht. Mhm. So, guck mal, wenn du jetzt hier die 30 hast, ne? Ja. Versuch die 30 zu halten locker,
es passiert ja hier nicht so viel wegen Stoppschilder oder Vorfahrt oder irgendwas. Dann checkst du einfach immer ab und zu den Innenspiegel aus, dass der Prüfer sieht, okay, und dann guckst du wieder auf den Tacho, dass du nicht auf die 40 kommst. Ja. Und dann machst du das immer in so einem, wie so ein Dreieck, weißt du? Das, also guckst nach oben, Tacho, wieder nach vorne. Oh. So, ja, wenn du jetzt gleich gerade ausfahren kannst. Die Pillen sind heute richtig großzügig. Von zwei Spuren bleibst du auf der? Rechten. Warum? Rechts war gebucht. Auch gut, ist ein gutes Argument. Und weil es die einfacher ist. Ja, das weil sonst später, wenn man auf der linken Spur bleibt, kommen meistens solche Pfeile, wo man dann irgendwo hin abbiegen muss. Genau, genau, da musst du halt wieder strugglen und dann wechseln, ne? Ja. Oh, jetzt ist hinter uns auch mal was los. Hm. Ich habe ein Déjà-vu, das stimmt. Du hast ein Déjà-vu. Ist alles geplant. Von langer Hand. Alles von langer Hand geplant. So, schön locker. Korrekt. Guck mal, linker Außenspiegel, siehst du den? Ja. Alles klar. Einfach ganz normal weiterfahren und den Typen einfach beobachten. Mhm. Weil kann sein, dass der auf einmal durchzieht. Aber dann erschreckst du dich nicht, weil du schon darauf vorbereitet bist. Dann reicht man leicht aus. Genau. Hast du gesehen, wie schnell du hier fahren darfst? 50. 70. Ja, 70. Genau. War immer nur mal nicht sicher gegangen. Ja, push ruhig, weil wenn du hier in der Prüfung 50 weiterfährst, weiß der Prüfer auf jeden Fall, du hast das Schild nicht gesehen. Ne? Mhm. Direkt vierte Gang. Ja. Genau. Dann wieder 70 kontrollieren und hinter dir kontrollieren. Dass du immer wieder so ein... Dreieck. Genau. Ihr Glücklichen, dass ihr fahren dürft. Bei uns in Thüringen geht nichts. Wir brauchen nur wenige Sonderfahren bis zum Boss. Es tut mir so leid, ehrlich jetzt. Ey, auch in München habe ich gehört, dürfen die nicht fahren. Oh. Das ist auch wirtschaftlich für die Fahrschulen eine Vollkatastrophe, ey. In München muss man den Bart abrasieren, wenn man mit der FFP2-Maske sitzt. Nee, echt? Ja. Krass. Ja. Das ist krass. Guck mal, check die Ampel. Wenn du siehst, es ist rot, kannst du jetzt schon langsam runtergehen, dass du gleich nicht so nicht schalten oder so. Einfach erstmal nur bremsen. Ja. Nicht schalten. No. Dritte ist okay. Hinter dir wieder kontrollieren. Ja. Genau. Ein bisschen weiter links rüber. Ja, damit wir nicht unsere Felge hier. Ja, einfach damit du auch so locker die Mitte hast. Ne? Genau, wenn es jetzt wieder passt, dann wieder vierte Gang. Lass dir mehr Zeit beim Schalten, Sally. Nicht so. Okay. Also mach viel chilliger. Check die Ampel. Gut. Und check hinter dir. Gut. Weil wenn die Ampel jetzt auf gelb springt, dann musst du ja wissen, wie weit ist der hinter dir weg. Ja. Und ob sich das lohnt, dass du bremsen oder nicht. Ne? Ja. Genau. Das wird in Bayern empfohlen, ist aber keine Pflicht. Ach so. Ah, ja, okay. Das ist schon mal gut. Guck mal, hier die Strecke ist auch ein bisschen mies, weil... hier ist ja noch 70 und da kommt gleich direkt das Ortseingangsschild. Siehst du das? Ja. Und dann darf man 50. Genau, jetzt musst du halt gucken, dass du ab dem Schild hier oben rechts, zack, ab da wieder bei, genau, 50 ist. Und dann gleich rechts weiter. Mhm. Genauso schön chillig bleiben. Schauen ja nur 100 Leute zu. Langsam, langsam. Ach, das ist nicht so wild. Mir ist der Prüfer viel schlimmer. Ja, ehrlich. Okay, beeil dich nicht so. Pass mal auf, die Straße, in die wir jetzt reinfahren, ne, die sieht aus wie eine 30-Zone. Ja. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt hier rumkommst, hier steht jetzt kein Schild. Boah, da sagt ja wie ein Profi. Du weißt nicht, ob der die Tür aufreißt, Sally, oder so. Ne? Ich würde nicht so schnell vorbeifahren, wie du jetzt gemacht hast. Ja, wenn du ein bisschen vor... Ja, wenn er einen Fehler macht und du passt nicht auf, dann muss ich ja bremsen in der Prüfung, dann bist du durchgefallen. Mhm. Das heißt, also, du musst das irgendwie schaffen, mit den Fehlern anderer zu rechnen. Und wenn der so komisch fährt, wie der gerade, dann ist der in meinen Augen unberechenbar. Okay, dann lieber bremsen, sagst du? Genau, genau. Dann lieber Leute, bremsen. Leute, ihr müsst das gerade sehen, er ist einfach mit 50 nach rückwärts eingeparkt gefühlt. Ja, ja. Okay, und jetzt ruhig dritte Gang. Boah, das hier sieht aber wirklich aus wie eine 30er-Zone. Ja, das ist halt auch nicht... Welche Pedale habe ich? Ich habe, wie heißen die hier? Feigel, also so starre Anlagen. Ich hatte ab und zu so Reflexanlagen mit
Seilzügen, aber die waren voll Katastrophe. So. Genau. Check hinter dir. Nicht erschrecken, nur gucken. Dann langsam einfach so ein bisschen in die Kurve. Nicht blinken oder irgendwas, einfach nur locker in die Kurve. Okay. Auch nicht schalten, keine Kupplung, nichts. Genau. Jo. Dann locker wieder Gas. Ist nicht so einfach hierher zu fahren und auch 50 klappt hier nicht so gut. Bleib links, ne? Die anderen quetschen dich ab, hast du das gemerkt? Ja. Guck mal, hier rechts hast du den Bordstein. Wenn du dagegen ausweichst, rasierst du dir die Felge komplett. Ja. Das heißt also, wenn dich jemand drückt, guck auf deine Straße, fahr geradeaus. Wenn du merkst, passt gar nicht, bleib stehen. Aber weich auf gar keinen Fall rechts aus. Ja. Deswegen fährt der Prüfer hier solche Straßen. Weil der sehen will, wie stabil bleibst du, wenn jemand anders mal Druck macht. Also wieder für die Kurve wieder Gas wegnehmen. Genau. Dann wieder hinter dir auch kontrollieren. Ja. Ja. Genau. So, vor der nächsten Kurve würde ich dir empfehlen, in den zweiten Gang zu gehen. Ja. Weil sonst kriegst du die Kurve nicht. Also kriegst du schon, aber nicht so gut halt. Ne? Ja. Das heißt, dass du jetzt ungefähr den zweiten Gang nimmst, langsam löst und einfach eine riesen Kurve fährst hier. Genau. Ja. Zack. Korrekt. Genau, aber das musst du dann halt. Schalte langsamer. Du hast ja, ey, ich habe keine Ahnung, ich habe mir das so angewöhnt. Ja, das Problem, wenn du das so schnell machst, ist, wenn du dich verschaltest, wirst du es nie merken. Weil du so zack machst. Und dann auf einmal so, wow, was ist das? Und dann kriegst du Stress. Also, der Grund, warum ich dir das sage, ist einfach nur, dass du eine chilligere Prüfung hast. Ja. Weil in der Prüfung sowieso, wenn der Prüfer da ist, hast du noch mehr Stress. Mhm. Und dann ist es einfacher, wenn du dir bei allem so ein bisschen Zeit lässt. Jetzt nicht so übertrieben, aber so viel Zeit, dass alles ruhig ist. Genau. Ja. Genau. Hinter dir einmal abchecken. Mhm. Boah, jetzt wird es hier richtig spannend. Hier 30, Kindergarten, Schule. Wenn du rausfährst, kommt immer wieder die gleiche Show. Immer wieder Spiegel, Spiegel. Genau. Korrekt. Genau. Dann hier wieder rein. Yep. Zack. Korrekt. Ah, kontrolliere genau. Aber so ist jetzt ganz gut, weil du hast hinten kontrolliert und den Tacho kontrolliert. Das musst du aber auch die ganze Zeit machen, weil wenn du das nicht machst, dann verpasst du den Moment in der Fahrstunde und in der Prüfung nachher auch. Wenn du dann mit 40 durchfährst die ganze Zeit und sind wir halt irgendwann raus aus dem Rennen. Ne? Mhm. Boah, das mit der Jägerstraße wäre echt schlimm. Also da bei Lünen Süd. Was? Mit diesen linken Schulter, die ist das. Ach so, ja, das kriegst du schon hin. Du musst halt locker machen, darfst dich nicht beeilen. Ne? Mhm. So, erste Straße aus dem Kreis wieder raus, beeil dich aber nicht, ruhig langsamer. Ja, nach vorne kurz gucken, dass du hier das nicht rasierst. Geil. Ja, Sally? Ja. Hier die Kante gucken. Ja. So, guck mal ganz kurz rechter und dann linker Spiegel. Vergleich mal die Abstände. Genau. Dass du weißt, dass du ein bisschen links noch Platz hast, weißt du? Welche Ausfahrt? Geradeaus, also wenn ich nichts sage, dann geradeaus wieder raus. Mhm. Beim Prüfer das gleiche. Langsamer. Wisst ihr? Jetzt muss ich stehen beim ersten Gang. Jetzt kackt er dir ab. Ja. So. Zu viel Stress, Sally, zu viel Stress. Ja. So, und hier wieder raus. Siehst du die Granny? Blinken. Boah, Leute, das ist zu viel Stress für mich. Ja, chill. Chill, chill, chill. Wie viele Fahrschüler hast du heute? Ich mache heute tatsächlich nur noch Sally und dann. Meine Ehre. Ist so. Dann fahre ich in die Fahrschule und dann muss ich Büro planen. Ja, da ist dann einiges los. Aber. Ja. Boah, ey,
wenig Schlaf heißt zu viel Stress, Leute. Ja, ist auch Konzentration, ne? Wenn du wenig gepennt hast, geht. Konzentration ist da. So, guck mal, hier auf der Straße hast du ja 50, ne? Ja. Und bleib mich erstmal noch am Gas. Das Problem ist gleich, hast du hier auf der rechten Seite die Bushaltestelle. Ja. Und direkt dahinter den Zebrastreifen. Du siehst also nie, ob da einer steht oder nicht. Mhm. Jetzt nicht? Cool, kannst weiterfahren. Ja. Aber da würde ich niemals damit 50 weiterfahren, weil das ultra knapp ist. Guck mal, dann fahren wir die zweite Straße aus dem Kreis raus. Mach mal jetzt schon mal langsamer. Kupplung, bremst mehr. Zweite Gang. Alle Füße loslassen. Ja. Kein Gas geben. Auf gar keinen Fall Gas geben. Einfach rollen. Okay, welche Ausfahrt? Geradeaus. Also hier, die zweite. Zack, wieder blinken. Genau. Guck mal, das hat jetzt so gut geklappt, weil du viel langsamer daran gefahren bist. Hast du es gemerkt? Ja. Genau. Das ist der Schlüssel. Nicht schalten wie ein Rennfahrer. Nicht schalten, sondern lass die Zeit. Guck mal, jetzt kommt wieder ein Kreis. Wir fahren die erste raus. Jetzt schon langsam machen. Jetzt schon Kupplung, ein bisschen mehr bremsen. Ja. Kupplung loslassen. Alle Füße loslassen. Nochmal gucken. Kein Gas geben. Guck nochmal. Kein Gas geben. Einfach rollen. Und jetzt? Die erste raus. Ja. Blinker. Schulterblick. So, jetzt bin ich wieder drin. Ja. Yeah. Check hinter dir. Gut. Vergleich mal rechter und linker Spiegel. Aufgefallen? Ja. Gut. Bisschen weiter links rüber. Der hinter dir hält aber auch gut Abstand, ne? Mhm. Also das passt schon mal. Vorbildlich. Ist so. Brauchen wir uns keine Sorgen. Ja, genau. Und guck mal, jetzt ist das so, in der Prüfung, es geht ja hier bergauf, musst du gucken, dass du hier die Geschwindigkeit hältst. Ja. Das gleiche ist aber auch, wenn es jetzt wieder bergab geht. Ja, dann die Motorbremse nicht erledigen lassen. Dass du die einfach mitnutzt, genau. Mhm. Wenn das nicht reicht, bremst du einfach manuell ein bisschen mit. Mhm. Dann fahren wir rechts weiter. Blinken. Und jetzt richtig feste Bremsen. Viel fester. Viel mehr noch. Mehr bremsen. Mehr bremsen. Noch mehr? Ja. Alle Füße loslassen. Nichts machen. Auf gar keinen Fall Gas geben. Schön rumlenken. Schilder gucken. 30er-Zone. Und dann passt das. Ja. Aber nur so chillig kommst du hier in die Straße. Mhm. Wenn du dich beeilst oder das schneller machst, vielleicht klappt das sogar. Aber wenn du Pech hast, vergisst du das 30-Zone-Schild oder du schneidest den Gegenverkehr oder du kriegst dich mit, wenn ein Fahrrad irgendwo rauskommt. Ja, auch ein bisschen dann, früher handeln, sodass man später mehr Zeit hat. Ja, also genau. Okay, langsamer, langsamer, weil du siehst nicht, wer da kommt. Du musst noch Spiegel, Schulterblick machen, um hier rauszufahren. Genau. Sonst wird das auch wieder zu knapp. Mhm. Jawohl. Genau. So, checkst du die Spiegel direkt aus. Korrekt, dann gehst du langsam rüber. Okay, abgesenkte Bordstein. Ist so. In Dortmund war das richtig schlimm. Was denn, mit dem Bordstein oder was? Die Straßen, also das war so zugepackt, dass man die Straße da rechts nicht gesehen hat. Ja, ja. So, dass man... Ihr müsst ja die ganze Zeit vorsichtig fahren, ne? Wenn du einmal denkst, so, alles klar, ich hab's drauf, dann kaputt. Ja. Und dann links weiter. So, jetzt schon erster Gang. Mhm. Langsamer noch ein bisschen. Einfach nur, dass du mehr Zeit hast. Genau, guck ein bisschen auf den Bordstein. Läuft. Jump, yo, with me now. Wer hat hier Vorfahrt? Genau. Wenn keiner kommt, cool. Ja. So, oben rechts das Schild gesehen? Ja, Spielstraße. Deswegen Schrittgeschwindigkeit. Genau. Das Einzige, was du jetzt hier nur noch machen musst, außer erste Gang und rollen lassen, ist Spiegel, Spiegel, Seitenblick. Mhm. Immer die ganze Zeit, weil darum fährt der Prüfer hier rein. Der will nicht sehen, wie toll du hier 10 km/h fahren kannst. Das ist, kann das Auto auch alleine. Wenn wir beide jetzt aussteigen, fährt er trotzdem weiter. Mhm. Aber der will halt sehen, dass du die Beobachtung hier hast. Wenn ein Fahrrad von hinten kommt, der kommt ja irgendwie, glaube ich, mit 25 oder so angefahren, wenn es kein E-Bike ist. Und der überholt dich dann.
Straße halt so abchillen. Diese Straße sieht im Frühling so schön aus, weil... Die haben krasse Bäume hier, ne? Ja, ja. Und die Kirschblüten immer. Ja, ja. Korrekt. Und das ist eigentlich das Einzige, was der Prüfer hier sehen will. Mhm. Immer dieses Spiegel, Spiegel, Seitenblick, dann bist du safe. So, dann fahren wir rechts weiter. Weiß ich nicht, ob das so schwer zu erkennen ist. Drück mal kurz die Kupplung. Blinkt nochmal. Ja, also hier rechts halt, ne? Und da ist oben das Schild, siehst du es? Alles klar. Weil wenn du das verpennst, ist natürlich doof. Mhm. Aber so wie jetzt hast du gesehen, Spielstraße zu Ende. Dann kannst du wieder drauf drücken. Genau. Korrekt. Am Ende fahren wir dann gleich links. Ja, alles klar. Jetzt schon Spiegel. Linker. Das ist okay, der ist weit genug weg, ne? Mhm. Ja. Fahr. Okay. Kein Quatsch. Okay. Ja, weil wenn du für sie stehen bleibst, ist das so, als würdest du ihr auf einmal Vorfahrt geben wollen. Mhm. Wenn du jetzt erkennst, dass sie nicht ganz dicht ist und einfach durchfährt, ja. Dann bleib stehen, dann fahren wir sie nicht um. Mhm. Aber nicht einfach nur, weil sie ein Fahrrad ist, für sie stehen bleiben. Mhm. Ich meine, ich habe Fahrradfahrer auch gern. Aber nicht, dass du einfach so für sie stehen bleibst. Und dann links weiter. Okay, genau. Ja, zweiter Gang. Wie du willst. Der Typ hinter dir ist auch chillig, ne? Mit seinem Roller da. Voll die Zigarette in dem. Voll die Kippe da um Zahn, ey. Kippe da um Zahn, ey. Crazy. Bisschen Gas, ne? So. Rechts oder links? Erstmal geradeaus weiter. Also die Straße macht jetzt so eine Kurve, wo ich ein bisschen langsamer. Und dann fahren wir rechts weiter. Also praktisch jetzt schon, genau. Blinker. Nee, 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 guck nicht. Guck erstmal nur bis zur Linie. Hier musst du stoppen. Ja. Weil jetzt siehst du ja eh nichts. Mhm. Und jetzt tastest du dich praktisch rein. Dass du so ein bisschen links rüber gehst, genau. Ja, immer noch blinken. Ne? Immer noch blinken, ja. Glaubst du, die packen wir? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und Gas. Das war ein sehr gutes Beispiel, Sally, wie du es nicht machen solltest. Wir fahren geradeaus weiter, guck auf die Straße, wo geradeaus ist. Wenn du dir nicht sicher bist, triff auf keinen Fall die Entscheidung. Weil stell dir mal vor, der Prüfer beobachtet dich, ne? Mhm. Und der überlegt, soll ich ihm einen Führerschein geben oder nicht? Und du bist jetzt jemand, der sagt, alles klar, probiere ich. Und dann merkt er, boah, war aber knapp. Dann denkt er sich, boah, wenn ich ihm jetzt den Führerschein gebe, dann probiert er ja noch andere Sachen und das geht vielleicht schief. Mhm. Verstehst du? Mhm. Deswegen musst du das schaffen, dass der Prüfer dir schnell vertraut. Er vertraut dir aber nur, also der beobachtet dich. Ja. Und wenn er merkt, dass das, was du machst, dass du ein gutes Gefühl dabei hast, dann vertraut er dir. Also die volle Kontrolle sozusagen. Genau. Wenn du merkst, also wenn du nicht sicher bist, ob das passt, warte. Mhm. Ja, also riskier da nichts, weil du kannst ja in Anführungszeichen nur verlieren. Wenn es jetzt klappt, da sagt ja kein Prüfer, super Sally, das war knapp, sehr gut. Ja, also, auch ein bisschen länger warten, dann hat man noch ein bisschen Zeit gespart. Ne? Also da meine ich. Das fällt dann irgendwann auf, also die Prüfer sind da nicht doof, die sagen dann irgendwann so, ja, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, dann hättest du ja dreimal fahren können. Sondern ich meine wirklich nur, nur, dass du nur auf deinen Bauch hörst. Mhm. Wenn du selber merkst, so, boah, das wird eng, dann fahr nicht. Aber wenn du merkst, ach, das kriege ich aber locker hin, dann fahr. So, hinter dir passt? Mhm. Passt. Ich lieber los hier. Weil jetzt so langsam kommen die Leute aus ihren Löchern. Halb elf, werden die ersten Leute wach. Auf welcher Seite streamst du denn gerade? Twitch. Ach so. Ja. Ich dachte YouTube. Nee, du kannst hier irgendwie, könnte ich auch auf beiden Plattformen streamen, aber ich habe jetzt erstmal nur Twitch gemacht. So, gleich fahren wir geradeaus aus dem Kreis wieder raus.
Da du das jetzt rechtzeitig weißt, musst du halt rechtzeitig schauen, dass du früh genug langsam bist. Ja. Dass du da keinen Stress kriegst. Genau. Gut, runterbremsen. Ruhig mehr. Viel fester schon. Du brauchst mehr Zeit. Noch mehr bremsen. Ja. Genau. Alle Füße loslassen. Guck mal, wie viel ruhiger das ist, wenn du das planst. Auf jeden Fall. Blinken. Ja. Genau, und dann einfach drückst du wieder drauf. Läuft. Wenn du das planst, dann hast du einfach mehr Zeit, kannst locker drauf zufahren. Dann ist das alles kein Problem. Aber wenn du erstmal hinfährst und dann so, oh nee, krass, ah, bremsen, ah, oh, dann bist du halt nur am struggeln halt, ne? Ja. Aurubis Kupferwerke. Das ist krass hier, das Ding, ne? Ja. Da kannst du den ganzen Tag so eine Maske tragen, wenn du da arbeitest, ey. Würde ich auch empfehlen. Ja. So, hier kommt jetzt so ein bisschen tricky das mit dem Bahnübergang, ne? Ja. Also mal schauen, dass du es kurz zurücknimmst. Genau. Für den Fall aller Fälle, falls die Schranke nicht runtergeht. Genau. Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Genau. Euch natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen. From the bottom, mach mal hart. Guck mal, Sally, wir fahren oben an der Ampel rechts. Aber erst oben an der Ampel. Wenn du vorher blinkst, da ist vorher noch eine Straße, dann denkt der, alles klar, du willst da rein, der fährt da raus, hast ein Problem. Also deswegen erstmal normal weiterfahren und jetzt Spiegel gucken. Blinker. Genau. Guck mal auf die Ampel. Achso, die zweite Gang. Ja. Und ciao. Genau, nicht gucken, du hast einen Pfeil. Also du. Klar kannst du gucken, wenn da ein Krankenwagen kommt mit Blaulicht oder irgendwas, natürlich gut zu gucken. Aber hast du gemerkt, was ich meinte mit schnell schalten? Ja. da musst du dir einfach Zeit lassen, weil es geht halt nicht darum, schnell weiterzukommen, sondern der Prüfer will nur sehen, dass du sicher bist. Ja. Und in Anführungszeichen sicher bist du, wenn du fährst wie ein Opfer. Ja. Also langsam, so, erste Gang, zweite Gang, Spiegel gucken, bla bla bla. Da kam Erinnerung. Leider war mein Fahrlehrer damals nicht so entspannt drauf. Oh mein Gott. Links fahren wir weiter. So. Richtig blinken. Genau. Und viele Fahrlehrer, die ich kenne, sind nicht entspannt drauf. Die sind alle. Fahr rechts, hab ich dir gesagt. Probier mal zweite Gang vor der Kurve. Ja. Genau, und einfach eine Riesenkurve fahren. Hier, also hier schön ausbleiben. Ja. Genau. Schöne Burger King-Tüte hier. Ja. Auf richtig asozial. Ja. Hinter dir passt? Mhm. Passt. Ja. Mann. Na los, ey. Diese Saugdinger halt nur, wenn man die. Ich glaube, das war einfach, weil die Scheibe heute Morgen hier so gefroren war. Und ich habe den dann einfach da reingedrückt und irgendwie sind wir uns hier noch nicht so ganz einig geworden. Ja. Ich würde ja Radio anmachen, aber dann kriege ich bestimmt Lizenzprobleme. Ja, dachte ich mir auch. Soll ich meine Playlist anmachen? Dann dachte ich mir auch. Lizenzprobleme. So, an der Ampel gleich rechts. Jetzt, auch schon ruhig Spiegel auschecken. Genau, und schmeiß schon mal einen Blinker an. Einfach immer, dass die anderen auch eine Chance haben zu erkennen, was du davor hast. Jawohl. Rechts weiter. Jetzt schon. Wenn keiner kommt, ist alles cool. Hast Glück gehabt, dass er dir nicht ergehen kann, ne? Ja. Sonst müsste ich bremsen und auf ihn. Ja.
Hast du gemerkt, was er gemacht hat? Der ist wieder ausgewichen, ne? Du weich nicht aus. Wenn du auf den Bordstein fährst, bist du durchgefallen. Ja. Du kannst nur stehen bleiben, egal wer kommt. Ob Benz oder was weiß ich wer, ne? So, wenn du jetzt rausfährst, tak, tak, genau. Korrekt. Jetzt schon vorsichtig, auch wegen der Kurve, ne? Lass dir Zeit. Mit was für einem schicken Auto fahren wir? Sally, weißt du, was mit was für einem schicken Auto wir fahren eigentlich? Und links weiter. Weißt du, was das für ein Auto ist? X3? 1. X1? Ja. Ah. Schmeiß einen Blinker. Erster Gang. Aber gut. BMW X1. Genau, X3 wäre noch ein bisschen größer. Ich bin so dumm, ne? Wir haben dasselbe Auto. Und ja? Ich erkenne es nicht mehr, ja. Also geleast. Yeah. Müssen wir leider im März abgeben. Oh. Ja, mein Vater dachte, Deal seines Lebens, aber... Aber doch nicht. Ja. Ja, da muss man immer aufpassen, das war so tricky. Einmal nicht aufpassen, eine Bedingung nicht liest, dann bist du am Arsch. Mhm. Ja. Guck mal, du schleifst dich jetzt hier so ein bisschen mit dem zweiten durch, ne? Mhm. Lieber erster. Genau, erster wäre besser, ne? Mhm. Aber weißt du noch, als nicht so richtig mit der Kupplung umgehen konnte? Ja, damals. nicht beeilen. Einfach locker hier durch, weil kann immer noch passieren, dass einer von vorne angeschossen kommt. Wir fahren am Ende links. So, und jetzt ruhig schon Kupplung drücken, ganz rechts rüber, Blinker links, erster Gang, rechts beobachten. Ja, perfekt. Schleif weiter langsam, nicht stehen bleiben. Dabei linken, korrekt. Genau, ruhig wieder ein bisschen Gas. Und dann gleich links weiter. Blinker. Rechts beobachten. Korrekt. Und dann schleifst du dich wieder rum. Ich weiß nicht, ob der zweite Gang für die Kurve hier nicht ein bisschen zu... Genau. Nicht ausweichen, Sally. Bleib stehen. Einfach stehen. Ja, weil du nicht auf dem Bordstein darfst. So, guck mal, jetzt fährt sie da hoch. Jetzt guckst du in den Spiegel, Schulterblick und dann geht's weiter. Aber wenn du ausweichst, bist du durchgefahren. Also das ist der Grund, warum du nicht ausweichen solltest. Ja. Später kannst du das ja machen. Das ist ja egal. Aber das von gerade, ich bin einfach stehen geblieben, damit der fortfahren kann, sozusagen. Ist das... Ja, du musst ja überlegen, ob er da durchpasst, was du dachtest, dass er durchpasst. Ach so, ja. Also es ist gut, dass du da stehen bleibst, aber der hätte ja gar nicht da durchgepasst. Ja, okay, dann ist es, ja. Zack. Genau. Hinter dir passt. Korrekt. Und am Ende an der Linie fahren wir rechts weiter. Ja. Schmeiß nochmal, genau. Ruhig weiter bis zur Linie, ganz easy. So, zack. Und jetzt musst du beides zusammen machen. Ein bisschen lenken und langsamer fahren. Langsamer, Sally, langsamer. Du siehst noch gar nichts. Guck mal. Bisher hättest du dich zu schnell reingetastet, hättest du wieder viel zu krass bremsen müssen dann. Mhm. Deswegen immer... Wie wenn du nachts durchs dunkle Zimmer läufst. Ja. Langsam und tasten. Voll das coole Auto. Jawohl. Ja, und geradeaus fahren wir weiter. Einmal abchecken. Nice. So, müssen wir einmal gucken, was hier überhaupt los ist. So, wir machen das so. Fahr ganz normal weiter. Und dann suchst du dir gleich irgendwo eine Stelle zum Umkehren aus. Ja, okay. Genau, einfach erst ein bisschen Zeit lassen. Abchecken. Umkehren? Ja, du suchst dir aus, wo, ne? Ja. Wenn, dann Schulterblick, ne? Wegen Fahrradfahrern hier. Genau, erster Gang. Sauber. Korrekt. Halten wir da? Ja, Blinker rechts.
dass die anderen wieder checken, dass wir hier stehen bleiben. Mhm. Genau, und dann fahren wir rechts rüber. Schmeiß nochmal an. Jupp. Nochmal. Immer so, dass die anderen checken, dass du nicht losfährst. Ja. Okay. Dann Gang raus. Handbremse. Ja, warte. Ja, ist egal, ob erst Stopp und dann Handbremse oder erst Handbremse, dann Stopp. Das ist so. Erst Wasser und dann Zahnpasta oder erst Zahnpasta und dann Wasser. Das kannst du dir aussuchen. Sehr geil. Ja. Und wie fandst du es? Also ich muss erst mal wieder reinkommen. Ja, ne? Monate, ja. Aber ja. Sonst. Also viel hast du nicht verlernt, aber am Anfang gerade war so ein bisschen. Hektisch, ja. Ja, genau. Livestream. Ah, okay, ja gut. Also ja. Nächstes Mal klebe ich das zu hier. Ist egal. Dann machen wir das so. Ich fahre jetzt gleich ins andere Büro, da treffe ich mich mit Elisa und die plant bei uns auch die Prüfungen. Mhm. Ich spreche mit ihr, dass wir so in 2-3 Wochen einen Prüfungstermin bekommen. Mhm. Ich würde das bei dir ähnlich machen wie mit Kai, also ich würde jetzt noch nicht die nächste Fahrstunde planen. Ja. Ich würde erst mit Elisa sprechen und dann kriege ich nächste Woche Montag oder Dienstag die Prüfungsplätze, mhm. Vielleicht Mittwoch. Und dann würde ich dich anschreiben und dann machen wir, planen wir das Ende. Alles klar. Dass wir jetzt nicht wieder eine Fahrstunde machen nächste Woche und dann haben wir immer noch keinen Prüfungstermin und dann machen wir wieder eine Fahrstunde. Das bockt ja nicht. Das bockt gar nicht. Also machen wir das so. Ich fahre jetzt ins Büro, plane mit ihr die Prüfung für dich und Kai. Und dann kriege ich halt, wie gesagt, nächste Woche oder so, kriege ich dann Termin. Einen Termin, ja. Wann es geht. Ja. Safe? Ich kann die Kupplung wieder loslassen. Ja, Karre ist aus. Okay, dann. Man sieht sich. Bis dahin, war ganz gut. Ja. Wichtig ist, dass. Parken wir auch nochmal und so weiter. Ja. Okay. Sali dir auch. Ciao. Boah, so. Oh, krass, meine Nase zieht sich zusammen. Genau mein Ausbildungsstil. Danke, weiter so. Gerne, gerne. Ja, also, ich wollte eigentlich mit Sally auch noch parken und noch 2-3 andere Sachen machen. Hab dann aber während der Fahrstunde gemerkt, wie ihr das vielleicht auch gemerkt habt, dass er sich sehr, sehr schwer tut. Ne? Vielleicht auch, weil jetzt ein paar Leute zugeguckt haben. Endlich wieder durchatmen. Ja, ist so, ey. Boah. Vielleicht, weil auch 2-3 Leute zugeschaut haben, ist natürlich auch für Fahrschüler dann so ein bisschen ja, vielleicht nervös oder so, weil halt noch jemand zuschaut. Deswegen habe ich das mit dem Parken und so nicht gemacht. Mir war es erstmal wichtig, den Jungen wieder so ein bisschen ruhiger zu bekommen. Und deswegen, ich bin jetzt auf dem Weg praktisch ins Büro. Und da plane ich dann mit Elisa jetzt gleich Prüfungen und so weiter. Und wenn ich dann für die Jungs, also für den Kai, mit dem wir heute Morgen gefahren sind, und für Sally die Prüftermine bekommen habe, dann werde ich mit den Jungs nächste Fahrstunden planen, weil ich halte das immer für sinnfrei, wenn ich jetzt schon Stunden plane. Ich kann mal hier gut zu ihr. Und dann mache ich mit dem Jungen Fahrstunden, aber wir haben noch keinen Termin und wieder eine Fahrstunde und wieder kein Termin. Also das ist halt nicht cool. Dann macht er Fahrstunden, aber wir kommen halt hier nicht vorwärts. Deswegen planen wir das so. By the way, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich habe hier einfach mal mein Handy dran geklemmt. Normalerweise streame ich ja aus dem Büro raus. Da ist dann ja auch so ein bisschen mit Studio und Beleuchtung. Das sieht halt ein bisschen geiler aus, als hier einfach so stumpf aus dem Auto raus. Da kann ich hier die Innenlampe anmachen, das alles. Aber ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr habt da ein bisschen Spaß dran gehabt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das öfters machen soll. Also ich fand es super gerne wieder. Ja, das freut mich, weil das ist nämlich meine Frage gewesen, wenn ihr sagt so, nee Rob, mach mal lieber nur Unterricht oder nur Reactions oder so, dann mache ich das natürlich auch gerne, ist kein Ding. Aber wenn ihr sagt, zwischendurch mal so eine Fahrstunde, dann schmeiße ich nächste Woche halt auch mal 1-2 Mal Reis rein. Also, es war schön mit euch. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Abonnieren, danke fürs Einschalten. Ich hab euch lieb. Ja genau, Johnny, so sieht's aus. Bis dahin, tschüss.